Mit Blick auf die Digitalisierung kennen Sie sicher die Bedenken. Teuer, kompliziert und langwierig. Aber das Gegenteil ist der Fall. Digitalisierung schafft neue Erfolgs- und Geschäftsmodelle. Viele Handwerksbetriebe haben die Zeichen der Zeit erkannt. Sie sehen die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen als Chance, die es zu nutzen gilt. Dabei ist die Steigerung des Digitalisierungsgrades im Service, in der Planung und in der Ausführung ein zentraler Wettbewerbsfaktor. Und gerade das Bauhandwerk, das in der breiten Öffentlichkeit ja eher mit manuellen Tätigkeiten in Verbindung gebracht wird, stellt sich den Herausforderungen der Digitalisierung mit großer Entschlossenheit und mit großer Hingabe. Diese Herausforderungen sind umso größer, je kleiner der einzelne Betrieb ist. Und genau deshalb nehmen wir als Handwerkskammer speziell die kleinen und die mittleren Unternehmen in den Blick und begleiten sie auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Mein Name ist Erasmus Drücker. Ich bin Techniker für Baudenkmalpflege und Tischlermeister. Wir sind eine Bauunternehmung und befassen uns mit der Restaurierung von historischen Gebäuden. Wir haben uns überlegt, wie wir Investoren begeistern können, sind dann auf die Messmethode mit Laserscannern gestoßen, um den Kunden zum Schluss zeigen zu können, dies ist die Bestandsimmobilie, so könnte sie zukünftig aussehen und unsere Kaufleute können dann entsprechend auch rechnen, das kann sie kosten. Mein Name ist Norma Bob-Strecker, ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Firma Hochbau Detert, einem mittelständischen Bauunternehmen hier aus Bielefeld. Die Baubranche oder ein Bauprozess wird begleitet von vielen, ich sage mal Begleitern, Architekten, Fachingenieuren, Statikern, Prüfstatikern und alle haben im Prinzip etwas dazu beizutragen, dass so ein Bauprojekt gelingt. Und alle müssen eigentlich auch einen gleichen Stand, einen gleichen Informationsstand haben. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen oder standen, die wir angegangen haben über Cloud-Lösungen, über vernetzte Baustellen, über digitale Endgeräte auf den Baustellen. Mein Name ist Henning Horsbrink, ich bin bei der Handwerkskammer OWL beschäftigt als Beauftragter für Innovation und Technologie. Und das heißt, wir unterstützen Betriebe dabei, ihre Prozesse zu optimieren, Innovationen zu fördern, auch Fördermittel, so es sie denn gibt, zu finden und sind natürlich auch immer mit im Boot, wenn es darum geht, digitale Technologien einzuführen. Wir beraten Betriebe, die schon bereit sind für den Schritt in die Digitalisierung, dort konkret dann eben die entsprechenden Lösungen zu finden, dann auch den Weg zu erleichtern und die ersten Schritte sozusagen mit ihnen gemeinsam zu gehen. Unser Beratungsangebot ist für unsere Handwerksbetriebe kostenlos. Wir sind ein Beratungsnetzwerk, das vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen des Bauhandwerks sind natürlich im Moment auch in der Situation, dass sie oftmals kleine Projekte abwickeln, Eigenheime, aber im Grunde wächst dieses Thema der Digitalisierung auch gerade mit größeren Bauprojekten, beispielsweise ein Mehrfamilienhaus, wie wir es hier sehen. Wenn dort von vornherein vorgegeben ist, ich muss digital arbeiten, ich muss mich in diese digitale Kette integrieren, dann habe ich letztlich irgendwann nur noch die Chance, dass ich darüber, also über diese Möglichkeit, auch in diese Projekte hineinkomme. Wir bieten an, das mit uns zu tun, sich hier zu informieren und dort die Betriebe dann letztlich auch weiterzubringen. Zum Beispiel haben wir unsere Baustellen und unsere Polierer auf den Baustellen, also die Vorarbeiter, mit digitalen Endgeräten, also Pads, ausgestattet. Und wir haben Projektordner hier auf dem Server angelegt, die eben mit den Baustellen in einer Cloud synchronisiert werden. Die Handwerkskammer bietet eine Einstiegsberatung für die Digitalisierung an. Dort sitzen kompetente Ansprechpartner, die sich mit diesen Themenfeldern auskennen. Ich kann wirklich nur dazu raten, sich an die Handwerkskammer zu wenden, um sich dort Informationen zu holen, um wirklich sein Unternehmen in die Zukunft zu führen. Digitalisierung ist auf jeden Fall mehr Chance als Hürde. Also für unser Unternehmen als auch für die gesamte Branche ist die Digitalisierung extrem wichtig, weil ich Prozessabläufe digital vorsimulieren kann. Also wenn man sich zuvor berät oder beraten lässt, ist man also nicht gezwungen, jeden Fehler einmal zu machen, sondern man kann auf einem anderen Niveau einfach einsteigen.
Ich spreche jedem Handwerksunternehmen deutlich zu, die Digitalisierung in Angriff zu nehmen, weil sie ganz, ganz neue Möglichkeiten bietet, unter anderem auch diese neue Fachkräfte für unseren Beruf zu gewinnen. Die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld ist federführend bei der Digitalisierung im nordrhein-westfälischen Handwerk. Wir verstehen uns als Sparringspartner für unsere Mitgliedsbetriebe. Praxisnah, pragmatisch und auf Augenhöhe. Unsere Beraterinnen und Berater geben den Unternehmerinnen und Unternehmern im Handwerk praxisnahe, individuell zugeschnittene Tipps, wie Digitalisierung gelingen kann. Technischer Fortschritt ist immer der Weg vom Komplizierten zum Einfachen. Wir wollen Sie ermutigen, diesen Weg zu gehen, gemeinsam mit uns. Wir unterstützen Sie dabei, Neues auszuprobieren und nehmen Ihnen während dieser Orientierungsphase den entstehenden Aufwand ab. Melden Sie sich bei uns, damit wir den digitalen Wandel gemeinsam meistern.